Hallo, werte Patienten und herzlich willkommen zurück zu einer wunderprächtigen Folge Pit People, wie immer mit dem Daniel. Hey ho, Leute. Wir haben beide unser Team ein bisschen umgeändert. Jetzt mit der theoretischen Möglichkeit hoffen wir, dass wir welche fangen können. Es war im Zuge dessen, zugegebenermaßen, ziemlich dumme Story-Mission auszuwählen. Ja, wir müssen sie nicht verfolgen. Genau. Naja doch, wir können jetzt nicht mal in Richtung Story-Mission fahren und gucken, ob wir da was fangen wollen. Erstmal werden ein paar Münzen eingesammelt. Genau, nimm erstmal das Geld mit. Das war ein überraschend guter Schuss. Wenn du es so nennen möchtest, werde ich dich nicht dabei aufhalten. Ich habe das Ziel getroffen. Ja, okay. Ah, die Roboter, die Filde. I remember. Das ist ein Bügeleisen. Bless and Press. Was der. Alter. Warum ist hier keine Nebenmission? Da geht's bestimmt irgendwann mal hin, das kann ich mir vorstellen. Da oben links, ach, die haben wir schon. Da rechts noch nicht. Das sieht doch super aus. Mal. Wundervoll. Ein Ende der Gluco-Robo-Kriege ist nicht in Sicht. Das ist. Ich mach's immer noch, weil ich hab bei mir auf Deutsch. Wir haben es geschafft, Joseph! Und was jetzt? Oh Gott, bitte sag nicht, wir müssen in den Pferd. Das ist natürlich doof. Oh, sie schießen auf uns. Bist du sicher, dass dein Kumpel irgendwo lebt? Ja, klar. Er ist ganz in der Nähe. Wir müssen nur seine Aufmerksamkeit erregen. Feuert die Kanonen ab! Okay, wir müssen Kanonen abfeuern. Wir haben ein fucking Piratendampfschiff. Ich möchte anmerken, dass ein Team aus reinen Nahkämpfern hier vielleicht jetzt ziemlich schlau ist. Ja, hast du den Namen von unserem Schiff gesehen? Nein. Das Schiff ist Rock Bottom. Wo steht das denn? Ach da! Rock Bottom. Okay, cool. Das ist fancy. Tiefer sinken kann's nicht. Ich stelle meine Leute gleich mal so auf, dass falls wir nachher eine Interaktion starten. Falls wir nachher rüber müssen, ja. Ich bin aber auch schon mal auf die Dinger hoch. Na klar, also Kanone wird grundsätzlich bemannt. Ah, welche Taste muss ich nochmal drücken, damit die Runde abgeschlossen ist? Es ist auf dem Controller die obere. Also, da. Ja. No. Hinfort, ihr niederen Ketzer! Ich bin Kapitänin Leviata, Plage der Blutlagune. Ach ja, der Captain, wir müssen sie so schnell wie möglich rausholen. Mit dem müden Haufen da, pa! Euch trifft die Wut von Chark! Jetzt wird geändert, du mieses Schwein! Ah, das sind die Enterkanonen. Okay, da müssen wir unsere Nahkämpfer hochschicken. Und. Ah, wundervoll. Kommen die jetzt alle einzeln her? Ich, hoffe doch, dass wir das für uns einfacher machen. Wobei das natürlich Fernkampf für Salze ziemlich unangenehm ist. Jetzt. Wir ihn aber erstmal BAM! Was? Also mein Heiler bleibt jetzt im Camp auf diesem Ding drauf. Der wird sich nicht wegbewegen. Nein, denn das wäre tatsächlich ziemlich schwachsinnig, sein Heiler. Okay, wir können tatsächlich nicht selber entern. Das heißt, wir müssen so schnell und effizient wie möglich um ihre Nahkämpfer kümmern. Ja, das heißt, du bleibst da stehen. Ah, vielleicht. Okay, ich muss dann vielleicht nochmal was ändern am Team. Ich überlege nämlich gerade, ob es vielleicht cleverer ist. Nein! Du bleibst schön da. Ob es dann vielleicht cleverer ist, den dort oben einen schnell so ein Säbel zu geben, weil damit kann er zweimal angreifen. Das stimmt. Hoff, mach mal rückgängig und schick deinen Beast in den Kampf. Ich schick die Zombies zum Kanonenbemannen. Das ist eine gute Idee. Die sind da wahrscheinlich besser aufgehoben. Ja, das ist eine gute Idee. Ja, der Pilz bleibt dann halt mal hier. Ich würde deinen Heiler. Ich würde deinen Heiler woanders hinstellen. Warum? Dein Heiler ist doch die Krone, oder? Nein, der Heiler ist jetzt gerade Horatio. Du kannst den Pilz eins unter meinen Zombie schicken, der ist immun gegen Gift wahrscheinlich. Ja, aber dann ist die Rakete nicht mehr bemannt. Die Kanone nicht mehr benannt.
der bleibt da stehen. Also ich hab gerade. Achso, warte. Kein Ding, dann schicke ich den Zombie hin. Okay, dann schicke ich den dahin. Okay, jetzt. Jetzt stimmt's. Sehr okay, schön. Positionieren wir noch den Buffer am besten. Ja, den Buffer in der Nähe der Nahkämpfer, die kämpfen. Zack, zack, ja, genau. Zack. Und zack. Nicht in die das war schön Schaden. Ja! Das, sehr schön. Das war, man könnte sagen, all of the damage. Oh. Das hätte schlimmer ausgehen können. Aber hallo. Ah, okay, guck mal, wir machen ihr Schiff kaputt. Feuer frei, ihr Heiden! Dieses Schiff ist nahezu unsinkbar. Ja, ich mag den Schiffsnamen, die USS Leviathan. Hört ihr einfach nicht zu? Ich finde, ihr macht das sehr gut. Ach, nee, hört ihr einfach nicht zu? Ihr macht das sehr gut. Weiter so. Ja, okay. Wie die Schatzsäcke auf dem Mast gehängt haben. Ja, dann lasse ich einfach alles da stehen. Kannst du deinen Heiler zu Salzer schicken? Ja, ich werde auch meinen Tank jetzt dahin schicken, dass er die Kanone bemannt, trotz Befeuerung. Weil dem wird es am ehesten ja, egal sein. Ja, dem wird das nicht egal sein, das ist richtig. Ja, den Rest kann man so stehen lassen. Dahin. Okay, Salz hast du gesagt? Ja, die hat Salz, dann müsste eins runterkommen, irgendwo hin. Neben dem Pinguin, dass sie dahin kann. Ja. Also, ja, Salz erschafft zwei Felder. Schatzhundel. Die ist, du erinnerst dich, die Bewegungsbestie. Ja, yeah, deswegen meine ich gerade so. Oh, verdammt, ich habe mein Ding wieder drin stehen lassen. Ja, ich glaube, der Schaden von dem Ding ist nicht so heftig, hoffe ich. Oh, du hast auch deine eine Kanone entmannt. Ah, die haben beide damit entmannt. Ja, klar, weil ich den Pinguin runtergezogen habe. Upsi. Okay, die Runde war jetzt vielleicht nicht so geil. Das war Dummheit meinerseits, ja. Aber wir machen ihn da hinten aber auch ganz gut Schaden. Ja. Okay, so, du bemannst die Kanone wieder, ja? Ja, da bleibt einfach mein Zombie stehen, der dafür ruhig sterben. Dafür da ist er da. Nehm ich mal Salzer weg und stell sie mal nach oben. Und die stelle auch mal aus dem Schussding raus. Und zwar einfach in die Mitte. Ja. Ja. Du kannst stehen bleiben. So, jetzt haben wir wieder Konter bemannt. Sehr schön. Problem ist natürlich, wenn unsere Leute durch die... Das dachte ich mir. Ja. Ah, jetzt kommen sie wieder nah, also. Das ist natürlich clever positionieren. Schauen wir doch mal. Na, jetzt müssen wir das erstmal noch hauen. Naja, aber gleich sind wir dran mit... Wie die ganzen Fischkräten einfach nur einschlagen und treffen sich selbst anstatt uns. Das Feuer mal nochmal. Sehr schön. Gut gemacht, Needle. Genau da stehen die Feinde. So. Ich werde mal mit Salza auf den Punkt gehen. Ja, warte mal. Kann ich mit ihr... Finn Reiti hat die eine echt geringe Bewegungsreichweite. Ich schicke die trotzdem mal nach da unten. Du dahin, du dahin. Also den oben übernehme ich. Oben? Auf der linken Seite quasi. Ja, siebte Mütze. Genau. Ja. Wie viel Leben hast du, Needle? Ja, wird mir nicht angezeigt, weil ich es ja nicht... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, die haben halt auch noch einen Tank, aber ihre Männer sind ganz gut angeschlagen. Das finde ich toll. Ich teste mal was. Jetzt bin ich gespannt. Wir haben wieder einen erledigt. Ja. Und diesmal feuern wir... Ja, so viel zu meinen. Hey, nice! Super! Salzer mit dem Kopf ist aber so. herrlich. Ja, die kann halt, weil sie hat, die hat dann ihre Flügel ausgebreitet und ist vernünftig geflogen. Oh, schön. Wir haben ihr... Ich glaube, jetzt können wir rüber. Okay, Leute, springen wir rüber.
Wenn wir Captain die Vitano schalten, sollten wir unsere Ziele erreichen können. Okay. Oh, anscheinend möchte Chuck auch mitmachen. Okay, das ist cool. Viel los im Bereich, du könntest geopfert werden. Der Zorn von Chuck ist gnadenlos, Carol. Das stimmt, Bob. Sie sind bestimmt froh, dass sie für diese Plätze mehr bezahlt haben. Oh, wie euch diesen Saft so genau in die Kamera hält. Ja. Okay, kriegst du den unten alleine weg? Dann rück ich schon mal vor. Ja, ja. Wenn ich den nicht wegbekomme, habe ich ganz andere Probleme. Magst du deinen Großen vielleicht irgendwo einen Ticken wegbewegen, dann kann ich dir damit helfen. Weil mein Pilz hat eh eher... Sagen wir, der gehört zu der gemütlichen Einheit. Ich weiß ja. Okay, gut, das war jetzt vielleicht... Ach, wir haben schon erledigt. Ja. Na dann. Das könnte aber echt nochmal hart werden, wa? Ah, au! Okay, ich sag, das sollte sich da zurückziehen. Oh, war das hart. Kriegst du deinen Heiler daran? Die kann halt nicht mal weit weg. Also, das stimmt, ja. Ey, klar, Heiler kommt her. Wurde halt festgesetzt. Leider kein geboosteter Heiler, sondern nur normaler Heiler, aber hey. Okay, wir müssen da vielleicht tatsächlich ein bisschen, Jetzt ist mehr da, jetzt sollte mehr Feuer verteilen. Dann ja, ich muss gerade schauen. Ich glaube, ich riskiere das mal. Kommt schon, Joss. Das ging ja tatsächlich. Oh, 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 oh. Das wird hart. Das wird hart für Salzer. Oh, 6. Das war's ja bald für Salzer. Oh, ne, es geht sogar. Ja, es geht. Es... kannst du den Zombie von da wegbewegen? Das, weil wenn Salzer den links töten kann, kriegt sie Heilung. Ja, wenn du es darauf ankommen lassen willst, ja, ansonsten würde ich einfach die Zombies reinschmeißen als Fleischschild. Ja, okay, auch eine Idee, dann bewege ich Salzer mal mit nach an den Nahkämpfer, an den Fernkämpfer ran. Da? Salzer hat die Krone? Ja. Okay. I'm bored now. Ach, Klappe zu. Ich überlege grad. Ja, versuch was mal. Versuch ist echt wert. Ich glaube, ich ändere die Taktik da ein bisschen bei den beiden. Also bekommt gerade Frontmedic-Unterstützung. Ja, das wird trotzdem... Ja klar, lange wird es nicht funktionieren. Das war's. Ja, das war's. Aber gut, damit haben wir gerechnet. Seht ihr das sofort? Oh, sehr schön, ihr Pilz greift gerade meine Zombies an. Ja, das Schöne ist, ihr Pilz hat auch ihren vergiftet, also. Und ich glaube, dass dem Zombies das... Ah, jetzt. Oh mein Gott, jetzt fange ich wieder an, über die kleinen Drecksmaden rumzufliegen. Von wem kam die? Ach, von der da, ja, stimmt. Aber wir greifen. Ich greife die mal mit meinem Wollknäuel an. Ja, mach das. Du stehst da ganz gut, weil dann kannst du den nämlich töten. Gott, mein. Petty braucht wieder 50 Jahre, bis er vorne ist in der Schlacht. Ja, ja, das ist mir auch so gerade eingefallen, dass die... Das ist trotzdem, auch wenn die langsam sind, die machen halt einen unglaublichen Schaden. Ja, sehr schön. Nice, die Zombies haben sich richtig in dem Moment gelevelt, wo sie kurz vorm Sterben waren. Perfekt. Ich hätte gerne mehr Jog-Action. Oder Show, oder wie man heißt. Ja, da wird er geworfen, immer fleißig von Choke. Die Dinger sind ja immun dagegen. Sind die ja? Kommt mir kein Schaden durch Gift? Das ist ziemlich fancy. Schau sie dir an.
Ja, okay. Gut. Also es kann sein, dass ihr einfach nur negativen Schaden macht, aber... Los, Pilz! Schreite munter voran! Irgendwann bist du da. Er ist schon da. Er macht mir nichts von dem Schaden. Ja, yep, wieder einer weg. Die Zombies sind gar nicht mal schlecht, ich mag die. Ja, die machen echt gut Schaden. Also die sind einfach gut zum Wegstellen auch vor allem. Ja. So ein Team aus nur Zombies. Ich hab's mir schon überlegt, aber ich hab halt leider nur einen Zombie. Das wären dann halt auch 6 Leute in deinem Team, ne? Nee, Quatsch. 8? Das wären 10. 10 Mann, das ist echt hart, ne? Nee, warte, ich hab 6 Einheiten, 6 mal 2 wären nämlich 12 Zombies. Das ist 1, 2 viele. Das wäre jetzt ziemlich dumm. Magst du mal deinen. Danke. Da steht er nämlich ganz gut. So. Sekunde, Woodrow, bist du denn? Wollen wir uns eigentlich auf unser Ziel fokussieren oder einfach alles umbringen vor? Ich würde tatsächlich am kurzen auf unser Ziel. Okay. Also da bin ich gerade ja so ein bisschen bei, zumindest. Also ich will sie erstmal vergiften, dann guck mal weiter. Wow. Ja, okay, er hat halt alle vergiftet. At least something. War jetzt vielleicht nicht die mega... Alter, hat die eine Bewegungsreichweite. Captain Leviata. Ja. Also ich komme, glaube ich. Doch, ich komme noch an. Ach, guck mal, da kannst du mal dahin, du dahin. Und der Rest spielt Stillstand. Sehe ich denn wenig... So. Muss ich tatsächlich sagen, was im Spiel finde ich noch fehlt, eine Umnennfunktion für die Charaktere. Ja. Ja, das ist tatsächlich. Ich könnte mal so dieses XCOM-mäßige machen. Ja. Oder war das ein XCOM? Irgendwo war das, wo man immer die Charaktere nach seinen besten Freunden benennt, dann sterben sie alle. Geht in vielen Spielen. Darkest Dungeon, XCOM. Ah, Darkest Dungeon, ja genau, das war das, was ich gerade im Kopf hatte. Oh nein! Ich wurde Konter vergiftet. Oder in der anderen Art und Weise benennt dein Trash-Kind nach deinen gesamten Ex-Freundinnen und Schullehrern und freue dich dann über jeden Tod. Auch eine Option, aber. Ja. Das ist sehr böse. Tun wir jetzt nicht. Oh nein, die Zombies sterben bald. Willst du irgendwen auf Olivias Position bewegen oder wieso muss ich die... Ach nee, Quatsch. Ich muss einfach Y drücken. Wow. Ja, manchmal sind mein Hirn und ich irgendwie... Ja, manchmal herrscht das... Haben wir sie? Ja, ich glaube. Ne? Hey, das sollte seine Aufmerksamkeit erregen. Ah! Hey. Genau nach Plan. Behaltet immer den Preis im Auge. Moment. Unser Schiff! Keine Sorge, mein Kumpel ist gleich da. No. Oh! Hallo zusammen! Darf ich mit deinem Badespielzeug spielen? Moment, Josef, dein Kumpel ist Chalk? Haha, natürlich nicht.
Mein Kumpel wohnt in Chuck. Wir müssen einfach in seinen Mund klettern. Das ist also dein Plan. Der ist wirklich schlecht. Moment, warte erst mal ab. Hey Chuck, wie läuft's? Ist Ufo-Lord zu Hause? Sei nicht so negativ. Ich brauche dich für die Suche nach einem Kind. Ich glaube nicht, dass er rauskommt. Dann gehen wir rein. Los geht's, Horatio. Oh, ihr wollt spielen? Ich besorge euch ein paar Freunde. Ach komm schon. Doch. Alles gut. Ich brauche keine Freunde. Oh, sind die niedlich? Oh mein Gott. Wir sollten sie sehr schnell töten. Ich glaube ja, wir können auch einfach das Tor hauen. Du meinst die Arme? Ja, die Torarme. I see no difference there. Schnappst du dir ein paar Leuten dir unter? Ich greife das Tor an. Ja, ich schicke einfach meine Zombies rein zum Klären. Gut. Ich habe meinen Hauptbewegungseinheit dir leider verloren. Autsch, das sticht! Hey, lasst mich in Ruhe! Geht nicht, Chuck. Erst wenn wir Ufo-Lore gesprochen haben. Keiner zu Hause! Seht ihr? Ich hab doch gesagt, dass der da drin war. Nein, bin ich nicht! Verschwinde! Oh, er hat wieder seine Laune. Hat der ein Lasergewehr in der Zunge? Das Viech hat auf jeden Fall ein Laser-Ding. Okay. Okay, das ist ein bisschen nicht schnell genug. Oh, die machen Change Side, das ist natürlich unangenehm. Dann kommst du natürlich jetzt da, du da. Bleibst da stehen. Ja, ich krieg jetzt zwar gleich ein bisschen Gruppenschaden, aber damit kann ich leben. Oh. Schon ein bisschen gut, aber ich will. Au, aufhören! Dumm, 14 Schaden. Ich halt nicht fit. Okay, Gruppenschaden ist doch gefährlich. Hey, fast geschafft, nur noch ein paar Tentakel. Das machst du nicht nochmal, Josef. Kannst du haben. Es scheint, dass... Ja, ein kleiner Mann hängt an Chocks Mund. Öffne mal was Neues. Davon steht nichts in den alten Schriften. Mag der Schock. Das hier sieht so aus wie der Ort, aber Eddie ist noch nicht hier. Nun ja, ich bin mir sicher, dass wir selbst unseren Spaß sauen können. Jungs. Wow, das ist, die Mission ist echt hart. Stop it. Stop it. Okay, ja gut. Also. Ja, ne? Okay, ich glaube, wir sollten trotzdem uns nach vorne hin bewegen. Ich glaube, wenn so wir jetzt... Ich befürchte, ja, dass wenn wir hinten warten, wir kassieren. Ja, also ich werde mich jetzt halt nicht in den Schaden stellen, weil meine Leute sonst alle wegsterben. Ja, ja, das ist richtig. Ich schick die Zombies mal ein bisschen zum Abhalten, in der Hoffnung, dass das was tut. Und der Fetzer kann tanken. Nein, warum? Nein. Ja. Warum denn? Ach, fuck, die hat einen Chains, das habe ich nicht mitbekommen. Und wir haben den schon mal. Das könnte jetzt hart werden. Ja. Okay, das ist echt hart. Jetzt geht's. Jetzt ist ihre Linie aufgebrochen. Jetzt kann man auch wieder vorbei. Mal gucken, ob man sich nicht aus Versehen in den Schaden stellt. Du mal dahin. Ich laufe einfach mal wieder weiter weg hinten, weil ich Angst habe, dass sonst Jock wieder der Meinung ist, dass er draufhauen muss auf das Boot. Ja, ja. Ich bleib auch ein bisschen weiter.
der Arm. Ja. Huh. Okay, es tötet einen nicht direkt. Gott sei Dank. Leider. Ja, aber es ist trotzdem gut zu wissen. Ja. Alter, macht die Fee einen Schaden, ey. Mein Fettsack wurde konvertiert, hätte sich weg. Naja, der bleibt ja nicht ewig so. Also der wechselt ja nichts von wieder zu dir. Ja, trotzdem rette sich weg. So, aufpassen, dass ich jetzt nicht aus Versehen dein Horatio haue. Das war unfair, wieso schießt der noch während der Runde? Dreist. Ach, beide Leute. Du willst mich? Dann komm und hol mich. Geht nicht. Haben wir überhaupt irgendwelche Verbündeten und Freunde in diesem Spiel, die uns nicht mitnehmen wollen? Ja. Unsere Teamkollegen. Meine Aussage bleibt weiterhin korrekt. Davon ab, eher weniger. Oh je, mein Pilz geht gleich hopsel. Ah, und dafür sind wir jetzt gleich an der Wand dran. Das ist richtig. Ja! Level up! Und wir haben hier einen Anführer. Ja, jetzt komm. Was kommt jetzt? Kacke! Oh, da ist Gold. Toll. Ich glaube, dass der Zombies in dieser Map sehr, sehr buggy sein wird, wenn sie triggert. Oh, naja, wie. Achso, ja, wenn die auf einem kaputten. Ja. Ja, das. Ich sehe das Problem. Es geht nicht. Ich kann den nirgendwo positionieren, ohne dass nicht die Gefahr besteht, dass er dein Ding entzaut. Mein was? Dein, Der Fette ist noch fast full life, das ist wurscht, wenn der geschlagen wird. Na dann. Sind ein also bisschen an Tor näher. Ich hoffe sehr, dass Pilzmann auflevelt. Ja, oder durchschnitt oder durchgeht auf den. Hey. Gemacht. Runter, runter, runter! Was? Ach so, ah, die Zunge befohlen. Also auf Englisch war das ein blöder Wortwitz mit dive, dive, dive. Ah. Ah, okay. Ja, das ist ja so verhältnismäßig annehmbar. Okay, Leute wegbewegen. Du dahin? Kannst du verhältst irgendwo? Das, wie es sonst steht normalerweise hier, ja. Ich glaube, ich habe gerade eben irgendjemanden verloren, aber ich komme nicht drauf gehen. Ah, mein Heiler. Ich würde sagen, dein Heiler, oder? Ja. Huh. Wir sind gleich nah genug dran, um Ulvo herauszuschneiden. Ick. Weg von mir! Eddie, der Chuck. Ja, das hier sieht nach der Szene aus. Wie immer zu spät. Du lässt dich jetzt opfern, Lorraine. Ja, echt aufregend, wenn ich hier nicht vorher an Langeweile sterbe. Willst du was Aufregung, ja? Okay, Jungs, mischen wir die Party auf. Nein, nicht noch mehr Feinde, bitte. Das sind die Idioten vom Strand. Auf geht's, Alter. Hey, also ich bin da mal weg, okay? Ja, mach schon. Perfekt. Bricks-Schocks-Waffen. Ich würde sagen, wir gehen ran. Ja. Dein Zombie kriegt vermutlich gleich ordentlich jetzt aufs Maul. Er hat sich unterirdisch versteckt. Wie funktioniert das eigentlich auf einem Schiff? Er ist halt ins Unterdeck. Achso, okay. Ja, habe ich kein Gegenargument für. Frag mich. Ja, keine Ahnung, wie ich mir diese dämliche Frage erlauben konnte. Ja. Sorry. Manchmal, ne? Drei Leute, die am Leben sind. Eine davon ist gefesselt und hat 2 HP.
und ist vergiftet. Ja, ich hab einen Gegner getötet, na immerhin. Und gute Nacht, Pilz. Sehr schön. Ach komm. Wir haben genug davon. Immer können Spinnen keine Spinnen festsetzen, das finde ich gut. Gibt's auch irgendwie Sinn. Ach nee, ne? Aber wir sind da, wo wir hin wollten. Da. Ich habe mir jetzt gerade erstmal die Meute angeschaut. Scheinbar habe ich die Explosion nicht gesehen. Kacke. Fuck, wir haben es fast geschafft, ey. Nice. Wow. Oh. Hier, such dir jemanden in deiner Größe. Oh, spuck den aus. Ja, hätten ausgespuckt. Was machst du denn? Du sollst eigentlich mein Gastgeber sein. Fuck, er hat mir... Alter, ich bin ganz schön erwischt worden in der Runde. Ah, Joseph! Joseph! Okay. Den sollten wir jetzt erledigen. Halt, nicht von da. Die Frage, wer macht mehr Schaden? Nee, stell mal Joseph raus, der ist eher am Tod dran. Ja. Ich opfer jetzt meinen Pinguin und steck ihn einfach in die Meute. Okay, guter Plan. Mag ich. Finde ich sehr, sehr löblich. Ja, ich riskiere jetzt mal ein bisschen was hier. Was willst du noch riskieren? Ich schicke mal Woodrow gegen die Feuerfee. Wenn er sie tötet, ist das super. Wenn nicht, tötet sie ihn. Das sollte so Woodrow gewesen sein. Jetzt siehst du mich. Du machst alles noch schlimmer für dich, Ulvor. Komm jetzt raus. Nein! Du kannst damit nicht weitermachen, nur weil ich dein Schwager bin. Was zum... Ich bin doch schon tot genug. Okay, die Mission ist echt knackig. Ja, ich glaube, er hätte zum Glück einfach sehr, sehr viel schneller auf die Dings gehen müssen. Naja, tatsächlich kann ich mir vorstellen, dass wir da Fernkämpfer gebrauchen könnten. Hm. Irgend sowas, ja. Wie jetzt keiner den Pinguin angreift, den einfach nur Stunt in der Ecke stehen lässt. Das ist auf ein Level abgehofft. No. Ach komm! Puh! Hol dir deine eigenen Parasiten! Ich bin schon belegt! Alter, wenn man das noch ein paar Mal machen muss, wird das aber echt hart. Ich hab vor allem keine Lust, mich jedes Mal wieder durch das ganze Ding zu kämpfen. Ja. Vielleicht sollten wir der von seinem Team vorher verstärken. Woodrow ich muss Wander. Sagen, was mich ein wenig stört im Spiel ist, dass es einfach nicht gut funktioniert, einfach Sachen hochzupumpen, wenn man keine Lust auf Sachen hat. Ja. Also einfach so, ich mag das sehr gerne, wenn ich einfach mein Zeug 10 Level hochschieben kann, wenn mir ein bisschen zu schwer ist. Genau, ja, ja, also, das wäre toll. Das Typische, was bei manchen Fire Emblem geht, wo du dann einfach irgendwelche Missionen immer wieder spielst. Jetzt verschwindet er gleich wieder. Lass mich einfach in Ruhe Schockszene reinigen. Weil ich das sagen muss, man halt nimmer, die haben halt auch nicht mehr so viel Leben. Ja, ja, das war's dann auch mit Woodrow. Ich bin... noch fast komplett raus. Ja, meine Teilnahme in diesem Kampf ist auch nur... Also, ich finde tatsächlich, man... sollte das so machen, dass man ihn öfter angreifen kann. Dort drin. Ja, also ich bin einfach kein Fan von mehr episodischen Strategiekämpfen. Ja, müsste sich halt vorher heilen dürfen. Ja. Laden und entsichern. Also ich meine, wir haben ihn zwar fast. Ja. Aber, sie aber haben dadurch, dass sie halt jedes Mal meine Spinne umdrehen und jetzt auch noch dein... Ja, das
Aber warte mal. Dahin? Na, wer weiß. Ich weiß nicht, wie viel Schaden wir Schock jetzt machen. Wir machen uns mehr Schaden. Ja. Okay. Ja, das war's. Danke. Juhu, ich darf nicht steuern. Okay, well. Entweder Schock. Nee, weißt du was? Ich guck mal, ob ich das Level Up für sie vielleicht reinkrieg. Wieso hat der Laser jetzt so wenig Schaden gemacht? Ja, das braucht's. Absolut. Mehr davon, bitte. Ja, und ich bin raus. Hey, mein Zombie ist wieder da. Und er ist wieder weg. Ich weiß nicht, wie mal, dass das passiert ist. Das hier ist übrigens ein sehr langer Part. Ich werde die vermutlich, ich werde das hier vermutlich so machen. Und das, wir nehmen das einfach am Stück auf und ich schneide mir das dann. Ja, einfach die nervigen Stellen raus. Ja. Langweilig. Soll ich hier genug von geben? Alter, diese Mission. I'm not happy. Ja, okay, das sollte es jetzt gewesen sein. Das überlebt doch dein Tank nicht. Ja. Oh, okay. Ja, aber ich weiß ja noch nicht, ob unser Team jetzt so... Nein. Danke. C? F. Vielleicht hilft dir tatsächlich das Team ein bisschen hochleveln. Alter, der Schaden von meinen Zombies. Die waren jetzt gut. Alter. Okay. Ja, wir sind wieder hier. Das finde ich toll. Ja, du hast anscheinend. Ja, das trifft es ganz gut. Ich bedanke mich fast noch fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like oder einen Kommentar da. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, euer Professor Griff vom Asylum of Gaming. Ciao. Tschüss.